Die Suche nach Adrian Lukas. Papa, ich weiß nicht, ob ich heute überlebe. Mit dieser im Jahr 2017 beginnt ein Verschwinden, das bis heute ein Rätsel ist. Wo ist Adrian Lukas, ein deutscher Hilfsarbeiter, der sich im österreichischen Skiort St. Anton scheinbar in Luft auflöste? Niemand kann sich erklären, was mit Adrian passiert ist. Ein Suizid, ein Unfall oder ein Mord? Adrian Lukas ist zum Zeitpunkt seines Verschwindens 35 Jahre alt. Seine Familie stammt ursprünglich aus Polen, aber er wächst im sächsischen Görlitz auf. Und seine Eltern Richard und Jewa beschreiben ihren Sohn als geselligen jungen Mann, der oft ausgeht und gerne verreist. Und 2014 trennen sich seine Freundin und er. Er lebt seitdem wieder bei seinen Eltern. Er ist gelernter Physiotherapeut, aber im Jahr 2017 sieht die Auftragslage für ihn mau aus. Und sein Vater, der einen Hausmeisterbetrieb leitet, vermittelt ihm deshalb durch einen Bekannten eine Stelle. Dieser Bekannte sucht einen Hilfsarbeiter, der ihm bei seinem Auftrag, ein Hotel in St. Anton zu bauen, unterstützt. Und Adrian wird ein guter Stundenlohn und kostenloses Essen und Logis versprochen. Der Bekannte ist allerdings nur Subunternehmer. Auftraggeber für den Hotelbau ist eine andere Firma. Und der 35-Jährige willigt ein, auch wenn er vorher noch nie auf dem Bau gearbeitet hat, aber er freut sich auf Österreich und auf diese neue Herausforderung. Am 20. September 2017 reisen sein Chef und er nach St. Anton, was 700 Kilometer von Görlitz entfernt liegt und wo sie in ein Drei-Sterne-Hotel einchecken. Und es ist noch keine Urlaubssaison in St. Anton, einem kleinen Dorf in den Tiroler Alpen, das im Winter voll ist mit Skiurlaubern. Und außerhalb der Saison ist es ruhig in St. Anton. Statt Touristen sind Bauarbeiter aus der ganzen Welt in dem kleinen Ort und sie erbauen Hotels und machen alles bereit für die kommende Skisaison. Die Baustelle, auf der Adrian und 120 weitere Menschen aus unterschiedlichen Nationen arbeiten, liegt nur 350 Meter vom Hotel entfernt. Und in den ersten Tagen in Österreich meldet sich Adrian regelmäßig, auch bei seinen Eltern, seiner Schwester und auch auf Facebook postet er Bilder von seinem Trip aus Österreich. Und alles scheint in Ordnung zu sein. In einem Telefonat sagt er zu ihnen, alles ist toll hier, die Landschaft wunderschön, mein Zimmer gemütlich, die Verpflegung prima. Am Samstagabend, den 23. September 2017, ruft Adrians Vater dann seinen Sohn an und Adrian ist gerade unterwegs und kurz angebunden. Er erzählt seinem Vater Richard, dass er eine Frau aus Ungarn kennengelernt hat, die an der Rezeption seines Hotels arbeitet. Und als Richard Lukas dann seinen Sohn fragt, ob er mal mit der Frau sprechen könne, schließlich kann er ein wenig Ungarisch, wimmelt Adrian ihn ab. Diese Frau könnte in Adrians Verschwinden eine wichtige Rolle spielen, denn bis heute ist ihre Identität unbekannt. Und als die Polizei die Frau als wichtige Zeugin befragen will, finden sie heraus, dass während Adrians Aufenthalt in seinem Hotel keine Ungarin an der Rezeption arbeitet. Wer war die Frau also wirklich? Adrians Vater vermutet, dass sie vielleicht eine Prostituierte war, was sein Sohn ihm verschweigen wollte. Aber warum hat sich die Frau bis heute nicht bei der Polizei gemeldet? Weiß sie vielleicht mehr über das Verschwinden von Adrian? Und während des Telefonats am 23. September 2017 macht Adrian seinem Vater gegenüber allerdings noch weitere Andeutungen, dass er sich bei der Arbeit auf der Baustelle nicht wohlfühlt. Drei andere Arbeiter würden schlecht über ihn reden. Es ist nicht das letzte Mal, dass Adrian diese Angst äußert. Nur wenige Tage nach seiner Ankunft wirkt es, als sei Adrian in Gefahr. Am Telefon redet er immer wieder davon, dass er bedroht werden würde. Und gegenüber seiner Schwester sagt er am 24. September, dass er nicht mehr zurückkommen würde und dass er von zwei Männern bedroht wird, die ihn abholen. Einer von ihnen soll einen Pferdeschwanz haben, Namen nennt er allerdings nicht. Und während Adrian auf der Baustelle ist, ruft er auch seinen Vater an und deutet ihm an, dass er sich von anderen Arbeitern bedroht fühlt. Richard Lukas sagt dazu in einem späteren Interview, »Mein Sohn berichtete von Bösartigkeiten ihm gegenüber.« Seltsam war, er redete Polnisch, weil er, wie er erklärte, nicht wolle, dass ihn irgendwer außer mir versteht. Sein Vater rät ihm, mit seinem Chef zu sprechen, aber darauf verzichtet Adrian erstmal. Laut der Aussage seines Chefs hat Adrian ihn nicht darüber informiert, dass er sich unwohl fühlt und bedroht fühlt. Aber
Wenn es wirklich eine Bedrohung gab, warum wandte er sich nicht an die Polizei? Warum sagte er seiner Familie am Telefon nichts Genaueres, sondern deutete immer nur vage etwas an? Einen Tag später, am 25. September 2017, arbeitet der 35-Jährige wie üblich auf der Baustelle und während des Mittagessens geht es Adrian plötzlich schlecht. Er klagt über Unwohlsein und Magenschmerzen und er geht daraufhin für eine lange Zeit auf die Toilette, was einige seiner Kollegen gegenüber der Polizei bestätigen. Und währenddessen versucht er, seine Schwester und seinen Vater zu erreichen, sie gehen jedoch nicht ans Telefon. Und seiner Schwester spricht er auf die Mailbox. Hier sind Männer, die wollen mich töten. Danach verschickt er noch einmal mehrere verstörende SMS an seinen besten Freund und an seinen Vater. Papa, ich weiß nicht, ob ich heute überlebe. Wenn ich mich in einer Stunde nicht mehr melde, ist es das Ende. Mein Wunsch, Beerdigung neben Oma und Opa. Sein Chef schickt ihn um 13:45 zurück ins Hotel, so sagt es jedenfalls in seiner Vernehmung, aber Adrian kommt nicht in seinem Zimmer an, denn er lässt seine Jacke mit dem Zimmerschlüssel auf der Baustelle. Adrians Vater liest die SMS seines Sohnes nicht sofort, erst am nächsten Morgen schaut er auf sein Handy und als er dann versucht, ihn telefonisch zu erreichen, ist aber das Handy entweder aus oder der Akku ist leer. Nur wenige Minuten, nachdem er die beängstigende Nachricht seines Sohnes liest, klingelt das Handy von Adrians Vater und das ist sein Chef, der ihm mitteilt, dass Adrian verschwunden ist. Er ist nicht auf der Baustelle erschienen und er ist nicht in seinem Hotelzimmer und dort hat der Chef schon nachgeschaut, da er seine Jacke und den Schlüssel gefunden hat. Adrians Vater macht sich direkt auf den Weg nach Görlitz, von Görlitz ins 700 Kilometer entfernte St. Anton und währenddessen meldet sein Chef Adrian in Österreich am Vormittag des 26. September 2017 als vermisst. Da Adrian die beängstigenden SMS kurz vor seinem Verschwinden schrieb und er seit Tagen das Gefühl aufbaute, bedroht zu werden, beginnt die Polizei dann auch sofort mit ihren Ermittlungen. Sie durchsuchen sein Hotelzimmer, aber es kann nichts Ungewöhnliches festgestellt werden. Adrians Eltern fahren indes die ganze Nacht durch, um am nächsten Morgen, dem 27. September, in 700 Kilometer entfernte Görlitz anzukommen und um da ihren Sohn zu suchen. Und in der Aufregung hat der Vater, Adrians Chef, vergessen zu sagen, dass er die Suchaktion vor Ort unterstützt. Dieser ist dann auch sichtlich verwundert, als Richard Lukas plötzlich vor ihm steht. Merkwürdig erscheint ihm auch die Reaktion von Adrians Chef, denn er zeigt gegenüber dem besorgten Vater wenig Mitgefühl. Richard Lukas kennt Adrians Chef selbst schon einige Jahre, schließlich hat der Vater ihm ja auch das Jobangebot vermittelt, aber warum ist sein Chef dann so reserviert zu ihm und kühl? Sollte er sich nicht auch sorgen, wo Adrian ist? Schließlich war der 35-Jährige erst wenige Tage in St. Anton und das erste Mal in Österreich. Er kennt sich also nicht in der Gegend aus und hat bis auf seinen Chef und die angebliche ungarische Hotelangestellte sonst keine weiteren sozialen Kontakte in St. Anton. Und seinem Vater fällt außerdem auf, dass Adrians Chef erst 17 Stunden, nachdem er mit Bauchschmerzen von der Baustelle ging, nach Adrian sah. Er findet es merkwürdig, dass er sich noch nicht einmal am Abend nach ihm erkundigte oder nachsah, denn schließlich war er ja krank. Aber noch etwas ganz anderes beunruhigt Adrians Vater, denn das Zimmer seines Sohnes ist komplett leergeräumt, als er in St. Anton eintrifft. Und sollte es dort einen Hinweis auf sein Verschwinden geben, dann ist er nun weg. Der erste, der Adrians Zimmer begutachtet, ist sein Chef. Noch bevor er die Polizei verständigt, hat er sich mit dem Schlüssel von Adrians Tasche das Zimmer geöffnet und nach dem 35-Jährigen gesucht und das Zimmer abgesucht. Und danach schaltet er die Polizei ein, die Adrians Zimmer am Tag seines Verschwindens kurz untersucht und sie finden nichts Auffälliges. Das Bett ist gemacht und es sind nur einige Sachen des täglichen Bedarfs drin. Und danach beginnt die Suchaktion der Polizei. Und währenddessen räumt Adrians Chef sein Zimmer, ohne vorher Bescheid zu sagen. All seine Sachen verstaut er in Adrians Koffer, die er dann in seinem Auto lagert
Und so ist das Zimmer leer, als Richard Lucas am 27. September in St. Anton eintrifft. Aber warum räumte sein Chef sein Zimmer leer? Warum ließ er es nicht so, wie Adrian es verlassen hat? Wenn es vielleicht doch noch einen Hinweis auf sein Verschwinden gegeben hätte, war dieser ja nun möglicherweise vernichtet. Außerdem gibt es keine Erklärung für sein Verhalten. Er selbst musste als Subunternehmer nicht für das Hotelzimmer zahlen. Also, dass er umsonst für eine weitere Nacht zahlte, kann nicht der Grund gewesen sein. Für die Polizei ist der Fall Adrian Lucas von Anfang an schwierig, denn es gibt keinerlei Anhaltspunkte, wo Adrian sein könnte, wohin er ging, nachdem er wegen Bauchschmerzen die Baustelle verließ und wer laut den Telefonaten und SMS hinter ihm her sein sollte. Sie fragen bei Ärzten und Krankenhäusern nach und Adrian wurde nirgends behandelt oder anonym eingeliefert. Sie nehmen mit Spürhunden die Fährte des 35-Jährigen auf. Und diese führt die Polizei zu einer Bushaltestelle, nur wenige Meter von Adrians Hotel entfernt. Danach verliert sich die Spur. Hat Adrian an dieser Haltestelle einen Bus genommen? Aber wenn ja, wo wollte er hin? Wurde Adrian gezwungen, in ein Auto zu steigen und wurde er von dort aus entführt? Wenn ja, wer hätte Interesse daran gehabt, Adrian zu entführen? Stieg er vielleicht freiwillig in das Auto, aber zu wem? Bis auf seinen Chef und die rätselhafte Frau kannte er niemanden in St. Anton. Nach Tagen der Suche vor Ort fährt Adrians Vater sogar durch die Nachbarländer Österreichs, um seinen Sohn zu finden. Er fährt die angrenzenden Orte ab, er sucht in den Krankenhäusern in Ungarn, Tschechien und der Slowakei nach seinem Sohn. Und zeitgleich finden die Befragungen von Adrians Chef und den Arbeitern auf der Baustelle statt. Aber es sind um die 120 Menschen aus verschiedensten Ländern, was die Vernehmung erschweren. Es wird ebenfalls das deutsche Bundeskriminalamt informiert und die österreichische Polizei wertet sämtliche Überwachungskameras aus St. Anton aus. Aber weder Adrian noch irgendwelche auffällige Personen sind auf den Kameraaufnahmen zu sehen. Adrians Handy wird geortet. Es war das letzte Mal am 25. Dezember um 14 Uhr in einem Funkmast in St. Anton eingeloggt. Seitdem ist es aus oder der Akku leer. Mehr Fragen hingegen wirft der Laptop von Adrian auf. Dieser war mit Adrians Sachen von seinem Chef aus dem Zimmer geräumt worden, aber die Polizei findet heraus, dass sein Laptop einen Tag, nachdem Adrian das letzte Mal lebend gesehen wurde, noch einmal von jemandem eingeschaltet wurde. Hat Adrian ihn vielleicht selbst nochmal hochgefahren oder war es sein Chef, der seine Sachen aus dem Zimmer räumte und nochmal Adrians Laptop einschaltete? Aber wenn ja, warum tat er das? Bis heute wirft auch die mysteriöse Frau, die Adrian in St. Anton kennengelernt hat, viele Fragen auf. Hatte sich Adrian in der Nationalität geirrt? Oder hatte sich Adrians Vater vielleicht nur am Telefon verhört? Schließlich gab es keine ungarische Arbeiterin im Hotel. Aber selbst wenn er sich vertan hätte, wäre diese Verwechslung denn nicht rausgekommen, wenn sie sich als Zeugin bei der Polizei gemeldet hätte? Und auch die Rezeptionistin, die während Adrians Aufenthalt dort arbeitete, kannte er nicht. Er konnte sie auch nicht gemeint haben. Oder log Adrian seinen Vater an? Richard Lucas kann sich das gut vorstellen, dass die rätselhafte Frau möglicherweise eine Sexarbeiterin war und vielleicht wusste es sein Sohn selbst nicht oder er wollte es seinem Vater nicht sagen. Zwar ist St. Anton klein, aber zum Saisonbeginn im Oktober wird der Ort von zahlreichen Touristen überflutet, die im angesagten Après-Ski-Ort Urlaub machen und es gibt viele Clubs, Kneipen, Bars und auch Stripclubs. Und bisher konnte trotz der großen medialen Berichterstattung nicht rekonstruiert werden, wo Adrian am Samstag, den 23. September 2017, mit dieser Frau feiern war. Und es gibt keine Zeugen, die Angaben zur rätselhaften Ungarin machen können. Die österreichische Tageszeitung Kurier fand über Adrians Facebook-Profil dann heraus, dass er am Sonntagmorgen, den 24. September um 8.40 Uhr, einen Post verfasste, dass er im Moserwirt sei, eine Après-Ski-Hütte an der Skipiste. Aber eigentlich hat der Moserwirt im September gar nicht auf, sondern erst ab Oktober, wenn die Skisaison beginnt. Also, wo war Adrian wirklich? Und warum postete er, dass er im Moserwirt war?
Es vergehen Tage, Wochen und ja, mittlerweile Jahre, in denen es keine Spur gibt, wo Adrian ist. Die Polizei ist mittlerweile ratlos, sie ermitteln in alle Richtungen. Die Leiterin der Tiroler Kriminalpolizei, Katja Tersch, sagt dazu, man kann und darf nicht ausschließen, weil nichts ausschließen, weil zu viele Fragen in diesem Fall offen sind. Die erste Theorie wäre, dass Adrian Lukas sich freiwillig abgesetzt hat. Dazu würde passen, dass die Spur von Adrian bis zur Busstation führt. Aber warum sollte er sich absetzen? Er hat ein gutes Verhältnis zu seiner Familie und bis zu seinem Verschwinden hatte er auch Kontakt mit ihnen gehalten. Warum sollte er sich plötzlich von allen absetzen und wo wäre er dann jetzt? Die zweite mögliche Theorie ist, dass Adrian Lukas einen Unfall hatte und starb. In der Tiroler Landschaft ist es bei solchen Unglücken schwierig, eine Leiche zu finden. Er kann in eine Gletscherspalte gestürzt sein und das Gebiet ist weitläufig. Aber warum sollte er in den Bergen wandern gehen, wenn er von der Baustelle geht, weil er über Bauchschmerzen klagt und sich bedroht fühlt? Eine weitere Theorie könnte sein, dass Adrian Suizid beging. Er litt in der Vergangenheit unter psychischen Problemen und Angstzuständen. Diese waren allerdings bereits erfolgreich therapiert und Adrian zeigte vor seiner Reise nach Österreich keine Auffälligkeiten. Der Anwalt der Familie, Klaus Meffert, kritisiert, dass sich die österreichische Polizei zu schnell auf diese Erkrankung aus Adrians Vergangenheit fokussierte und dass dies der Hintergrund für sein Verschwinden sei. Allerdings kann die Polizei auch nicht ausschließen, ob es die bedrohliche Situation, von denen Adrian berichtete, wirklich gab. Schließlich konnte sonst niemand von der Baustelle von etwas Auffälligem berichten. Könnte es sein, dass Adrian unter einer akuten, paranoiden Episode litt? Ist er in diesem Zustand vielleicht in die Berge gelaufen und verunglückt? Es ist aber genauso wenig auszuschließen, dass die Bedrohung real war. Nur weil er vor längerer Zeit wegen psychischen Problemen in Behandlung war, bedeutet das ja nicht ausschließlich, dass Adrian sich sowas ausgedacht haben muss. Klaus Meffert und die Familie Lukas sind fest davon überzeugt, dass Adrian wirklich bedroht wurde und glauben deshalb an die letzte mögliche Theorie. Steckt hinter Adrians Verschwinden ein Verbrechen? Eine Entführung oder vielleicht sogar ein Mord? Adrians Vater findet dafür das Verhalten von Adrians Chef merkwürdig und er ist zu ihm und seiner Frau sehr reserviert und er erkundigt sich während der ganzen Zeit, die die Familie Lukas in St. Anton ist, nicht nach dem Ermittlungsstand im Vermisstenfall. Seine Familie glaubt allerdings auch nicht, dass der Chef in das Verschwinden ihres Sohnes verwickelt ist. Aber vielleicht weiß er doch mehr, als er gegenüber der Polizei zugeben möchte. Vielmehr vermutet seine Familie, dass die unbekannte Frau Adrian in ein Verbrechen verwickelte. Richard Lukas mutmaßt, dass sie eine Sexarbeiterin gewesen sein könnte, vielleicht verlangte sie Geld und Adrian fragte seinen Chef, ob er ihm finanziell vielleicht aushelfen könnte und möglicherweise lehnte der es ab, Adrian Geld zu leihen und fühlt sich jetzt schuldig. Vielleicht wurde Adrian von Hintermännern bedroht und schließlich getötet. Der Anwalt Klaus Meffert mutmaßt hingegen etwas anderes. Vielleicht wurde er unfreiwillig Zeuge einer Straftat und deshalb getötet. Dennoch geht Adrians Familie davon aus, dass irgendjemand mehr weiß und bis heute vielleicht aus Angst schweigt. Aber sollte Adrian ermordet worden sein, wo ist seine Leiche? Eine groß angelegte Suche hat den 35-Jährigen weder lebend noch tot gefunden. Stattdessen kursiert in St. Anton ein ganz anderes Gerücht, das ziemlich grausam ist. Was, wenn Adrian auf der Baustelle einbetoniert wurde? Aber all das sind nur Mutmaßungen, Theorien und Hypothesen, denn Fakten im Vermisstenfall von Adrian Lukas hat die Polizei nur wenige. Trotz der Verdächtigung der Familie kann weder die österreichische noch die deutsche Polizei diesen Verdachtsmoment gegen den Chef von Adrian bestätigen. Er wurde mehrfach befragt, aber nichts ist ungewöhnlich in seinen Aussagen und den Vernehmungen. Und einer der wenigen Anhaltspunkte ist Adrians auffällige Kleidung, die er noch auf der Baustelle trug und in denen er dann verschwand. Ein kariertes blaues Hemd, eine dunkle Arbeiterhose mit orangefarbenen Applikationen und Arbeitsschuhe mit Stahlkappen. Bis heute sucht die Polizei nach Zeugen, die Adrian Lukas nach dem 25. September 2017 um 14 Uhr gesehen haben und endlich Licht
in den mysteriösen Vermisstenfall bringen.